So, liebe Leute, der Aufbau Speed Marathon vom Lego Technik Modell beginnt jetzt. Toll ist natürlich, dass sie hier gar nicht sagen, mit welcher Tüte ich anfangen soll. Das heißt, ich darf jetzt erstmal alle Tüten raussuchen und suchen, wo diese Teile drinne verbaut sind. Ach ja, ich hoffe, das geht so von der Seite. Wir gucken uns den ersten Part mal so an und wenn das nicht so gut gefällt oder das Licht nicht so gut ist oder werde ich das umgestalten. Dann sage ich jetzt mal viel Spaß mit dem Speedpart. Every
So, meine lieben Freunde, das war's mit dem ersten Speed-Aufbau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind jetzt bei Seite 28 angekommen. Hier ist das fertige Gut. So sieht das ungefähr aus. Ja, ich würde sagen, 1:1 getroffen. Es ist sehr aufwendig, sehr schwer. Ich möchte die ganzen Räder leichtgängig lassen, weil ich glaube, dass manche hier den Fehler machen und die Geschichte zu doll anziehen und dadurch hakt das Modell eventuell. Und ich werde hier versuchen, so gut und so genau und so feinfühlig zu bauen, wie es nur geht. Und ich habe keine Ahnung, ob ich bis jetzt gut vorangekommen bin oder ob das schon gut ist, was ich hier gemacht habe. Aber alles dreht sich, alles ist leichtgängig und ja, ich würde sagen, wir warten mal ab, wie es weitergeht. Das war auf jeden Fall jetzt der erste Part an Silvester wohlgemerkt. Und ihr seht das halt später, aber das ist ja egal. Wir sehen uns dann mit dem zweiten Speedaufbau-Part. Ich bin Sololaser, danke fürs Einschalten und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn irgendwas ist mit Kamerawinkel ändern, von oben, doch lieber von oben oder doch mal von der anderen Seite, dann sagt es, von vorne kann ich leider nicht, weil das schränkt mich hier ein. Und ja, einfach mal Bescheid geben. Ja, ihr hört es draußen knallen, es geht gleich los. Oh, Silvester. Okay, ich bin raus. Tschüss.